Vielen Dank an Maja Götz für die Einladung. Das hat sich wirklich wunderbar gefügt. Das ist ein ernstes Thema, aber trotzdem sehr, sehr positiv, dass die Tatsache, dass wir uns an der LMU gerade mit diesem Thema intensiver beschäftigen und dass auf der anderen Seite das Thema jetzt auch hier so eine große Rolle spielt, dass das jetzt eine wunderbare Allianz eingeht. Und Maja Götz hat mich gebeten, zwei Dinge zu tun. Das eine ist, zu Beginn ein bisschen was tatsächlich Begriffliches zu sagen zu diesem Begriff des Extremismus, denn wenn man da mal etwas näher hinschaut, dann merkt man, dass das eben gar nicht so einfach ist. Es ist vor allem gar nicht so einfach, Extremismus und Nicht-Extremismus auseinanderzuhalten. Man sieht das gerade in der Diskussion beispielsweise über die identitäre Bewegung, in der Diskussion auch im Moment über die Jugendorganisation der AfD, dass man manchmal und wahrscheinlich im Moment sogar zunehmend gar nicht genau auseinanderhalten kann, wo ist eigentlich das, wo hört sozusagen die demokratische Opposition auf und wo fängt dann schon der Extremismus an. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich heute hier eigentlich das erste Mal in einem größeren Rahmen Befunde einer Studie vorstellen möchte, beziehungsweise ein paar Teaser setzen möchte, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie eigentlich Jugendliche tatsächlich mit Extremismus in Kontakt kommen. Und dazu werde ich dann im Anschluss etwas sagen. Und dafür habe ich, glaube ich, 35 Minuten. Und vielleicht erhöhe ich meine Sprachgeschwindigkeit dann noch ein bisschen, damit wir auch tatsächlich fertig werden. Wir haben es schon gehört und die Diagnose wird geteilt von tatsächlich vielen Beobachtern, wissenschaftlichen Sicherheitsbehörden, dass es tatsächlich eben zunehmende Aktivitäten extremistischer Gruppen gibt, insbesondere in Online-Medien, die nicht zuletzt natürlich auf Jugendliche abzielen. Was wir aber darüber hinaus haben, ist es eine gewachsene Präsenz auch von extremistischen Einstellungen, Aussagen, die sich finden, beispielsweise in sozialen Medien. Sie kennen alle die Diskussion über Hassrede, über Hasskommentare, Hate Speech, die wir in den letzten Jahren geführt haben. Wir haben aber auch einfach aufgrund der Tatsache, dass das einfach gesellschaftlich eine größere Frage geworden ist, auch eine zunehmende Präsenz von extremistischen Akteuren, Gruppen, Einstellungen in der journalistischen Berichterstattung über den IS, den NSU, über die derzeitige Diskussion über Antisemitismus, wo natürlich einerseits eingeordnet wird, auf der anderen Seite aber bestimmte Einstellungsmuster, Positionen, Akteure tatsächlich häufig auch eine größere Bühne bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir es mit einer Entwicklung im Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen zu tun, das eben hingeht zu einer eigentlich dauerhaften Nutzung von Online-Medien, insbesondere seit dem Beginn der mobilen Endgeräte. Was bedeutet das im Prinzip auch die Zugangsmöglichkeiten, die Kontaktmöglichkeiten mit extremistischen Inhalten tatsächlich deutlich angewachsen sind. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns in der später vorgestellten Studie dann mit der Frage beschäftigt, weil wir darüber eigentlich noch gar nichts wissen, wie eigentlich und wo Jugendliche mit Extremismus in Kontakt kommen, ob sie überhaupt Extremismus erkennen, wenn sie auf ihn stoßen, und wie sich unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen eigentlich in ihrem Kontakt, in ihrer Fähigkeit, Extremismus zu erkennen und auch wenn man das zusammensieht mit den Einstellungsmustern und den persönlichen Umständen, auf die die Inhalte bei den Jugendlichen treffen, wie das eigentlich mit dem Gefährdungspotenzial aussieht. Was ist Extremismus? Wenn man sich mit Extremismus wissenschaftlich beschäftigt, dann stellt man schnell fest, dass das in der Wissenschaft eigentlich ein sehr, sehr umstrittener Begriff ist. Der Vorwurf ist, dass der Begriff des Extremismus häufig dazu benutzt wird, legitime Formen von Kritik an den bestehenden Zuständen abzubügeln. Und deswegen gibt es Leute, die sagen, also diesen Begriff sollte man eigentlich erst gar nicht verwenden. Es gibt vor allem auch immer wieder dann Kritik, wenn eine begriffliche Gleichsetzung von unterschiedlichen Extremismen stattfindet, von links, rechts, religiös begründetem Extremismus, da ist dann schnell der Vorwurf da, ja, man kann doch eigentlich Rechts- und Linksextremismus gar nicht miteinander vergleichen, man muss doch da auch unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden. Selbst wenn
man versucht, aus unterschiedlichen Extremismen gemeinsame Wesensmerkmale herzuleiten, die überhaupt nicht bedeuten, dass man sagt, dass die in ihren Auswirkungen, in ihrer Entstehung oder in der ideologischen Basis irgendwie ähnlich sind. Selbst dann kann der Vorwurf kommen, ja, verwendet doch lieber diesen Extremismusbegriff nicht. Viele andere Wissenschaftler, die das nicht kritisieren, die, zu denen ich mich auch zählen würde, die sagen, nein, der Extremismusbegriff ist sinnvoll, ist hilfreich, weil er nämlich eine Abgrenzung von Demokraten und Extremisten erlaubt, die für verschiedene gesellschaftliche Akteure notwendig ist, wenn sie auch entscheiden wollen, wie sie mit bestimmten Einstellungsmustern, mit bestimmten Gruppen, mit bestimmten Organisationen umgehen wollen. Im Bereich der Politik beispielsweise die Frage, mit wem muss ich eigentlich annehmen, dass ich mit ihm verhandeln, sprechen, koalieren kann? Bei wem sollte ich das lieber ausschließen? Im Bereich der Medien, wem sollte ich eigentlich ein Forum geben? Bei wem sollte ich eher zurückhaltend sein und eher über den Akteur sprechen, als ihn ausführlich zu Wort kommen zu lassen? Wie sollte ich über die jeweiligen Organisationen berichten, wenn es sich um Extremisten handelt oder vielleicht noch um Demokraten? In der politischen Bildung, die intensive Debatte, die auch gerade im Zusammenhang mit diesen netten Meldeportalen geführt wird, wie weit geht eigentlich im Unterricht die Neutralitätspflicht und wo fängt eigentlich der Punkt an, wo ich tatsächlich Position beziehen muss, beziehen darf, beziehen kann, wenn ich über bestimmte Akteure rede. Und natürlich in der Extremismusprävention, wen muss ich eigentlich im Auge haben? Was ist Extremismus? Ohne dass das jetzt hier natürlich in aller Ausführlichkeit dargestellt werden könnte. Im Prinzip Einstellungen, Verhaltensweisen, Akteure, Institutionen oder auch Ziele, die sich gegen wesentliche Werte, Verfahrensweisen und Institutionen des demokratischen Verfassungsstaats richten. Das ist, was man auch als sogenannte Negativdefinition des Extremismus bezeichnet, mit Bezug zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland, also beispielsweise Tendenzen, Organisationen, Einstellungsmuster, die sich richten gegen die grundsätzlichen Werte und Prinzipien, die im Grundgesetz verankert sind. Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, um nur einiges zu nennen. Und an der Stelle ist mir ein Hinweis schon mal ganz wichtig, der vielleicht auch im Anschluss an Heidmeier, dessen Diagnosen man nicht in jedem teilen muss, ja, aber das würde jetzt zu weit führen, das man betonen muss, glaube ich, dass Extremismus häufig gut zu erkennen ist, wenn er sich gegen andere Menschen richtet, gegen bestimmte Gruppen, wenn er rassistisch ist, wenn er anti-islamisch ist und so weiter. Weiter und so fort. Was häufig so ein bisschen schwieriger ist, ist, wenn tatsächlich Verfahrensweisen, Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats angegriffen werden. Dann ist es häufig gar nicht so einfach, das dann auch zu erkennen und extremistische von nicht-extremistischen Positionen zu unterscheiden. Und deswegen ist es ganz wichtig, glaube ich, dass man sich klar macht, es geht sowohl um menschenfeindliche Akteure und Weltbilder als auch um demokratiefeindliche. Das hängt bei unserem Demokratiebegriff, wie wir den häufig verwenden, irgendwie unmittelbar zusammen für die meisten, aber das ist nicht selbstverständlich. Man kann aber auch die Frage stellen, was vereint eigentlich Weltbilder von Extremisten? Und da gibt es, wie ich finde, sehr schöne Zusammenstellung von Merkmalen, die eigentlich unterschiedliche Extremismen, egal welcher Provenienz, tatsächlich vereinen. Da gibt es von Fall Traubert eine schöne Zusammenstellung. Ich glaube, der stellt 8 Kriterien auf. Und ein paar von diesen Kriterien habe ich Ihnen aufgelistet. Und die erkennt man auch vor allem, wenn man mit Extremisten versucht zu sprechen, wenn man versucht, dagegen zu argumentieren, dann merkt man unter Umständen, ja, es gibt hier sowas wie einen exklusiven Erkenntnisanspruch. Man hat sozusagen die Wahrheit gepachtet. Es gibt die Absicht, Gesellschaften in ihrer Gänze bis in das Privatleben hinein unter Umständen zu steuern. Es gibt ein ausgeprägtes Freund-Feind-Denken. Es gibt, und das haben wir eben in den Ausschnitten auch so angedeutet gesehen, gerade auch im Bereich der Rechtsextremisten, oder ehemaligen Rechtsextremisten, die aufgetreten sind. Es gibt eigentlich in allen Extremismen eine Vorstellung einer homogenen Gesellschaft, die angestrebt wird, egal wie die dann genau aussehen soll, also eine identitäre Vorstellung von homogenen Gesellschaften, und es gibt noch ein paar andere Merkmale, die dort genannt werden.
Es gibt allerdings auch zwischen unterschiedlichen Extremismen und auch zwischen unterschiedlichen extremistischen Gruppen, auch wenn man jetzt in einer sozusagen in einem Bereich ist, durchaus auch Unterschiede, und zwar in vielfältigster Hinsicht, und ich möchte nur auf einen Unterschied hinweisen, nämlich die zumindest rhetorische, explizite Positionierung zur Gewalt. Die kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal hat man den Eindruck, Extremisten sind eigentlich nur diejenigen, die gewaltbereit und gewaltfordernd sind. Aber es gibt durchaus eben auch extremistische Gruppen und Positionen, die von sich selber erstmal sagen, dass sie Gewalt ablehnen und auch in der Regel nicht gewalttätig sind. Es gibt eine Diskussion beispielsweise im Bereich des Salafismus über die Frage, dass es eben dort sowohl irgendwie puristische, politische und dann eben auch dschihadistische Salafisten gibt, die sich in ihrem Weltbild häufig relativ ähnlich sind, aber sich deutlich unterscheiden, ob sie politisch aktiv werden wollen und ob sie auch Gewalt legitimieren und anwenden. Und das ist auch in der Berichterstattung über solche Gruppen, kann das ein Problem werden, wenn Gruppen, die eigentlich nicht gewaltbereit sind, dann als gewaltbereit dargestellt werden. Das ist eine ganz eigene Diskussion. Wenn man sich, und das ist, glaube ich, auch für die Frage, wie man sowas in der Schule, in der Prävention und sonst so auch in den Medien thematisiert, wenn man die Frage stellt, ja, wo fängt denn eigentlich Extremismus an? Und das haben wir auch in der Studie gemerkt, die wir gemacht haben, dann ist das überhaupt keine triviale Frage. Und das ist weder für diejenigen, die in der Praxis irgendwie unterwegs sind, trivial, noch ist es für die Sicherheitsbehörden trivial, noch ist es für die Wissenschaft trivial, jetzt bei einzelnen Akteuren, bei einzelnen Gruppen das zu entscheiden. Da gibt es welche, bei denen ist das relativ eindeutig, ja, da kann man das sozusagen sofort sehen, aber bei anderen ist das nicht so. Und das ist nicht einfach nur sozusagen ein Problem, was irgendwie nicht wichtig ist, sondern es ist ein Problem, das auch zugenommen hat, insbesondere nach dem sozusagen Wegfall der Blockbildung, ja, zwischen Ost und West, ist das offensichtlich ein Problem. Wenn man von Extremismus spricht, dann hat es häufig eben auch was damit zu tun, ob man jemanden als Extremisten gerade in Deutschland hier einstuft, was eigentlich der eigene Begriff von Demokratie ist. Dieser Bezug zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der ist ein sehr weiter Demokratiebegriff, wo es nicht nur um Wahlen geht, das impliziert das, sondern es geht eben auch um Menschenrechte, um Minderheitenschutz, um solche Dinge. Und wenn ich so einen weiteren Demokratiebegriff habe, dann bin ich auch natürlich schneller auf der Seite, dass ich sage, da gibt es Leute, die sind Extremisten. Selbst Extremisten, die vielleicht Wahlen super finden, ja, weil sie den Mehrheitswillen bevorzugen. Aber sie können trotzdem vor dem Hintergrund dieses eines weiteren Demokratiebegriffs dann eben schon als Extremisten gelten. Wenn man das allein im europäischen Vergleich sieht, gibt es da auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, was eigentlich schon als extremistisch eingestuft wird und wie bestimmte Akteure dort dann eigentlich auch zu behandeln sind. Und was wir insbesondere sehen, jetzt auch in den letzten Jahren, auch bei bestimmten Gruppen ganz deutlich, ist, dass es eine deutliche rhetorische, stilistische und begriffliche Abgrenzung gibt von all den Ideologien und Extremisten, die in Europa im Prinzip diskreditiert sind, die also nicht mehr akzeptiert sind. Und das macht es natürlich für die Einstufung, für die Einschätzung, was ist da jetzt eigentlich los, wirklich schwierig. Gruppen wie die Identitären und andere, die grenzen sich ganz deutlich ab vom Nationalsozialismus. Das heißt, die lassen sich den Vorwurf überhaupt nicht gefallen, dass sie in irgendeiner Art und Weise vielleicht Holocaustleugner wären oder was. Überhaupt nicht. Das wird akzeptiert und trotzdem eine Ideologie vertreten, die eben in eine bestimmte Richtung geht. Es gibt innerhalb von Organisationen, ja, wir haben gerade die Diskussion in der AfD, gibt es viel größere Heterogenität, als das früher der Fall war. Auch das macht es schwierig, das einzuschätzen. Und es gibt Legalitätstechniken und Verschleierungstaktiken, die insbesondere im Netz angewendet werden und die tatsächlich eine große Herausforderung sind.
Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wenn man jetzt auf diesen Online-Bereich nochmal etwas genauer blickt, dann ist es tatsächlich so, dass wir natürlich die Frage stellen kann, was da stattfindet und wie man das eigentlich bekämpfen sollte. Und das kann man vielleicht ganz grob in zwei unterschiedliche Strategien, man kann auch drei unterscheiden, sich mal überlegen. Was häufig im Mittelpunkt auch der politischen Diskussion steht und stand in den letzten Jahren, sind eher angebotsorientierte Strategien. Das heißt, man versucht einfach zu verhindern, dass entsprechende Inhalte irgendwo auftauchen. Das funktioniert nicht wirklich gut. Einfach, weil jeder die Möglichkeit hat, jederzeit irgendwo wieder neu etwas hochzuladen. Die Plattformen sind anfangs nicht bereit gewesen und jetzt nicht in der Lage, dort besonders stark einzugreifen. Und deswegen ist sicherlich eine ganz wichtige Geschichte, dass man nicht beim Angebot ansetzt, sondern dass man bei den Nutzern ansetzt, hier in unserem Fall bei den Jugendlichen, dass man Kompetenzen fördert zum Erkennen, zur Bewertung von Extremismus, dass man auch die Identifikation mit den Prinzipien der freiheitlichen Demokratie stärkt, dass man unter Umständen auch zu Gegenrede animiert, aber was, glaube ich, klar ist, ohne dass man die Plattformbetreiber dort jetzt irgendwie völlig aus der Verantwortung lassen wollte, bitte nicht missverstehen, gar nicht, ja? Aber man sieht, allein auf die Inhalte zu gucken, die sozusagen zu verbannen, das ist keine Strategie, die tatsächlich letztlich alles erreichen kann. Das Problem ist aber tatsächlich, dass wir es im Netz, mit insbesondere im Netz, aber auch darüber hinaus, mit sehr, sehr cleveren Strategien zu tun haben, wie man versucht, Jugendliche anzusprechen. Sehr, sehr professionell. Man schließt auch an Jugendkultur, an fiktionale Formate an, die Jugendlichen bekannt sind, die eine ganz bestimmte Message vermitteln, um dort anschlussfähig zu sein an die Lebenswelt von Jugendlichen. Falls Sie das hier unten erkennen können, ist Ihnen klar, was hier der Bezug zu Unterhaltungsangeboten, zu fiktionalen Formaten ist? Weiß das jemand von Ihnen zufällig? Weiß jemand, was damit gemeint ist? Spannend. Das ist ein Ausschnitt aus dem, ist sozusagen eine Melange aus dem Kölner Dom, das sehen Sie, im Anschluss an die Vorfälle in der Kölner Silvesternacht. Das da unten ist eine Szene aus dem Film 300, genau, da sehe ich irgendwo eine 300 und sozusagen der persische Abgesandte wird von dem spartanischen König dort in einen Schlund geschubst mit den Worten, das ist Sparta. Das wird sozusagen, die Invasoren werden sozusagen in den Orkus gestoßen und das ist sozusagen hier der Ausruf, der kopiert wird, das ist nicht Sparta, sondern das ist Köln. Ja, und das finden Sie immer wieder, eben der von der identitären Bewegung, dieses Meme mit dem Bezug zu Avatar, Bezüge erfolgreichen fiktionalen Formaten hier, das ist von den Identitären, die natürlich dann auch noch über das Lambda, was ebenfalls aus diesem Film stammt, im Symbol haben, das dort unmittelbar an jugendkulturelle Phänomene anschließt. Was man hat, ist die Tarnung von Ideologie und Angeboten über und die unterschwellige Verbreitung über inoffizielle Posts in Kommentarbereichen und sozialen Netzwerken. Da sind Leute, die scheinen zu posten als ganz normale Bürger, sind aber eigentlich Aktivisten. Es werden aktuelle Themen aufgegriffen, es werden Hashtags gekapert. Also es wird auf sozialen Netzwerken, bei Twitter, bei Instagram werden Hashtags verwendet, nach denen intensiv gesucht wird und es wird dann sozusagen auf eigene Angebote so weiterverlinkt und es gibt auch durchaus eben die Instrumentalisierung von journalistischer Berichterstattung, die stattfindet, auch Druck auf Journalisten, was hier auch eine Rolle spielen kann. Und die Phänomene, die kennen Sie sicherlich zum Teil, Hassrede im Netz, dem Jugendliche begegnen können. Wir haben alle möglichen Arten von Anschlüssen, von Posts, die man finden kann, die auf den ersten Blick häufig überhaupt nicht daherkommen, als könnten sie von irgendwelchen problematischen Akteuren stammen. Hier aus dem Umfeld der identitären Bewegung, diese beiden Posts, hier ebenfalls Musikvideos, mit schlappen 570 oder 80.000 Aufrufen, Dinge, die aus der klar rechtsextremen Ecke kommen und die so aussehen, als seien sie irgendwie von den Grünen. Und
die also dort an Themen und Bildsprache anschließen, die man so vielleicht von einem Springerstiefel tragenden Skinhead irgendwie nicht erwarten würde. Was eine ganz besonders problematische Angelegenheit ist, ist, dass die sozialen Netzwerke durch ihre Eigenlogik tatsächlich auch dazu beitragen, dass man sich auch in solche Blasen reinbegeben kann. Was Sie hier sehen, ist ein aus dem rechtsextremen Bereich ein Video. Und wenn Sie sich hier die Empfehlungsliste anschauen, dann sehen Sie, dass die Empfehlungen, die YouTube Ihnen hier anbietet, tatsächlich auch alle wieder aus diesem Bereich stammen. Und wenn Sie sich unterhalten mit Aussteigern, auch islamistischen Aussteigern, dann berichten die von dem Eindruck, ich habe dann bei YouTube immer nur noch dieselben Videos gesehen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass hier eine bestimmte Logik dahinter steckt. Was wir aber auch haben, ist natürlich Berichterstattung über Extremismus, in der auch extremistische Einstellungsmuster und Positionen vorkommen. Im besten Fall ist das eine Berichterstattung, die darstellt und auch einordnet und auch benennt, dass das problematisch und extremistisch ist. Das passiert zum Beispiel dann bei Logo mit Erklärfilmen, die man dort durchaus eben auch findet. Aber Extremisten schaffen es eben auch, Berichterstattung in einer Art und Weise zu instrumentalisieren, wo man sich wirklich dann auch nur an den Kopf fassen kann. Sie erinnern sich vielleicht, vor ein paar Jahren haben diese sympathischen 5 jungen Männer in Wuppertal eine Aktion gemacht. 5 Jungs rennen durch Wuppertal. Und es endet damit, dass sich sowohl die Kanzlerin als auch sämtliche Innenminister dazu äußern und die Bild-Zeitung das auf dem Titelbild hat. Was für ein PR-Erfolg für diese 5 Jungs. Ja? Also ich glaube, wenn ich hier mit einer Warnweste über die Straße laufen würde, hätte das wahrscheinlich nicht so eine, obwohl, das müsste man eigentlich mal probieren. Ja? Wenn Scharia-Polizei hinten drauf steht, würde das vielleicht funktionieren. Und es funktioniert immer noch, es funktioniert wunderbar. Insbesondere wenn es Gruppen schaffen, schöne Bilder zu produzieren. Ich will es gar nicht weiter kommentieren. Man kann natürlich über so eine Sache auch berichten ohne Bild. Theoretisch. Ja, ginge auch. Weshalb interessieren wir uns eigentlich dafür? Naja, wir interessieren uns dafür, weil natürlich die Frage im Raum steht, was hat eigentlich diese Verbreitung von extremistischen Gedankengut, Einstellungsmustern, Botschaften, die im Netz sicherlich zugenommen hat, wo ein ganz neuer Kanal für die Verbreitung dieser Botschaften entstanden ist. Was hat das eigentlich für Folgen? Werden dadurch eigentlich entsprechende Deutungs- und Einstellungsmuster verbreitet? Verbreiten sich negative Gruppenstereotype, negative Intergruppenemotionen, wie man das nennt? Entsteht verstärkten Misstrauen gegen die freiheitliche Demokratie und ihre Institutionen? Und kommt es am Ende dann eben zu kognitiver oder sogar gewaltbereiter Radikalisierung? Wobei man direkt sagen muss, natürlich sind diese Radikalisierungsphänomene extreme Minderheitenphänomene. Das sind natürlich keine großen Zahlen, aber die sind natürlich extrem relevant, weil sie sehr, sehr starke Folgen sein können. Und natürlich muss man sehr darauf achten, ob es hier sozusagen eine schleichende Entwicklung gibt, bei der bestimmte Positionen einfach immer mehr in den Diskurs und in die Köpfe wandern, ohne dass man sozusagen sofort erkennen könnte, was da eigentlich passiert. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns die Frage gestellt, ja mein Gott, wie relevant ist das denn eigentlich? Wenn man auf diese Angebote kommt, dann kann man den Eindruck haben, oh Gott, das ist alles ganz schlimm, aber wir wussten eigentlich bislang gar nicht so recht, was da eigentlich stattfindet und haben deswegen in einem Forschungsprojekt uns die Frage gestellt, wie und wo kommen Jugendliche eigentlich mit Extremismus in Kontakt? Erkennen sie den Extremismus eigentlich? Und wie unterscheiden sich eigentlich die Jugendlichen? Das habe ich eigentlich schon gesagt. Ohne sie jetzt mit methodischen Details zu langweilen, es gab bei dieser Studie erhebliche methodische Herausforderungen. Und wenn Sie dazu Fragen nachher haben, beantworte ich die gern. Aber das war alles andere als trivial. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Repräsentativbefragung von Jugendlichen gemacht, etwa 1000 Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren. Wir haben Intensivinterviews geführt mit Jugendlichen und wir haben dann auch noch ein Experiment gemacht mit Jugendlichen. Das war das, was wir über einen Zeitraum von 1,5 Jahren gemacht haben und jetzt können wir endlich in diesen Tagen ein Buch vorlegen, das Sie
gerne jetzt schon als E-Book kaufen können, das demnächst auch als Print erscheint. Und wenn Sie eine wunderbare Grafik haben wollen, die Kernbefunde aus der Studie nochmal zusammenfasst, eignet sich gut als DIN A0 Poster, kann man wunderbar machen, dann können Sie gerne auf mich zukommen. Was haben wir herausgefunden? Wir haben unter anderem gefragt, die Jugendlichen, und wie gesagt, da steckt relativ großer methodischer Aufwand dahinter, um dann auch vernünftige, valide Antworten zu bekommen. Bei uns haben Jugendliche, etwa 60% der Jugendlichen gesagt, die wir in dieser Repräsentativbefragung uns angeschaut haben, dass sie zumindest manchmal mit Extremismus in Kontakt kommen, und zwar jetzt noch nicht mal in Medien, sondern überhaupt in der Berichterstattung, in Medien oder auch in ihrem sozialen Umfeld. Und am häufigsten war das aus der Sicht der Jugendlichen, waren das rechtsextreme Botschaften, gefolgt von religiös-extremistischen und linksextremistischen Einstellungsmustern. Wo passiert das? Wir haben uns Unterschiedliches angeguckt. Wir haben uns einmal angeguckt, wie ist das eigentlich in Social Media, in Games, in Musik, und man sieht, hier ganz oben standen in der Befragung soziale Netzwerke, da hat etwa ein Viertel das gesagt, Videoplattformen, Chatprogramme, und 8% der Jugendlichen immerhin hat uns gesagt, dass sie auch mal in letzter Zeit auf extremistischen Online-Angeboten unterwegs waren. Das heißt, man sieht, hier gibt es eine relevante Zahl von Jugendlichen, die dort mit Extremismus in diesen Medien in der eigenen Wahrnehmung bewusst in Kontakt kommen. Wo Jugendliche aber noch viel häufiger mit Extremismus, mit extremistischen Einstellungen, Akteuren in Kontakt kommen, ist in der Berichterstattung anderer Medien. Man sieht hier, dass das sehr viel häufiger in Fernsehnachrichten, in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio und dann eben auch auf Online-Seiten etwa dann gleich auf mit den sozialen Netzwerken der Fall ist. Das heißt, es gibt hier eben sehr, sehr viele Jugendliche, die sozusagen nicht diesen, in der bewussten Wahrnehmung, nicht diesen direkten Kontakt, sondern eher einen vermittelnden, einordnenden, im besten Falle Kontakt haben mit extremistischen Ansichten. Wir haben dann auch noch nach dem sozialen Umfeld gefragt, und auch da sagen uns eben eine ganze Reihe von Jugendlichen, dass sie auch in ihrem sozialen Umfeld, bei Freunden, in der Familie, in der Schule, mit entsprechenden Einstellungen in Kontakt kommen. Wie stoßen Jugendliche darauf? Und wie gesagt, das ist ein kleiner Ausschnitt aus den vielen, vielen Befunden, die wir da haben. Es gibt ganz interessante Unterschiede hier in der Frage. Wir haben die Jugendlichen auch gebeten, uns zu sagen, wo sind sie eigentlich das letzte Mal in Medien mit Extremismus in Kontakt gekommen? Was war das genau? Wir haben genau nachgefragt, was waren das für Inhalte? Und wir haben gefragt, wie seid ihr eigentlich darauf gestoßen? Was war eigentlich der Auslöser? Und da gibt es ganz, ganz viele Jugendliche, bei denen das einfach sozusagen bei der normalen Mediennutzung war, das ist mehr oder weniger zufällig. Aber dann gibt es hier eben auch einen Bereich, ein weiteres Drittel dieser letzten Kontakte, kann man jetzt sagen, das über soziale Empfehlungen, über Empfehlungen von Freunden, über Links, über Verweise kommt. Und das korrespondiert unheilig, würde ich mal sagen, mit der Tatsache, dass wenn man die Jugendlichen in unserer Befragung fragt, ja, was ist eigentlich eure wichtigste Quelle für aktuelle Informationen? Dann kommt auf dem zweiten Platz, kommen, glaube ich, Fernsehnachrichten, und dann kommen andere Nachrichten. Und an erster Stelle stehen die Dinge, die mir Freunde erzählt und weitergeleitet haben. Das heißt, diese sozialen Empfehlungsmechanismen, die heute viel einfacher sind über die sozialen Netzwerke, über WhatsApp und sonst was, die spielen eine herausragende Rolle für die Frage, wie sich eigentlich auch entsprechende Inhalte weiterverbreiten. Wobei das jetzt nicht heißt hier sofort, dass das irgendwie problematische Inhalte sind, sondern es kann ja auch sein, oh, ich habe so einen ganz tollen Logo-Beitrag gesehen, guck dir den doch mal an. Was wir dann gemacht haben ist, wir haben uns, das ist schon deutlich geworden, dass wir nicht davon ausgehen können, dass alle Jugendlichen irgendwie vollkommen ähnlich in ihren Mustern sind, wie sie mit Extremismus dort in Kontakt kommen. Und man kann dann über statistische Verfahren versuchen, Gruppen zu bilden, Typen von Jugendlichen, die sich in ihrem Kontaktmustern, in ihrem Kontakt mit Extremismus, extremistischen Inhalten tatsächlich unterscheiden. Und wir haben da vier Gruppen identifizieren können, und Sie sehen rechts schon die Labels, die wir diesen Gruppen gegeben haben. Und diese Labels, die basieren darauf, dass wir uns im Nachhinein angeguckt haben, ja, welche Einstellungsmuster,
welche Kompetenzen, welche persönlichen Erfahrungen haben diese Gruppen von Jugendlichen eigentlich, um dann auch einschätzen zu können, ist eigentlich der Kontakt zu Extremismus, den die uns berichten, ist der eigentlich irgendwie problematisch oder ist der völlig unproblematisch, weil die halt vor allem Fernsehen gucken, überhaupt keine Einstellungsmuster haben, die irgendwie problematisch sind und sich deswegen mehr oder weniger einfach darüber informieren. Und ich zeige Ihnen mal, wie diese unterschiedlichen Gruppen und wo die mit Extremismus in Medien in Kontakt kommen. Was Sie hier sehen, ist so ein Netz. Und Sie sehen hier die Skala abgebildet und da ist die Häufigkeit, mit der dann die Jugendlichen in den unterschiedlichen medialen Kanälen mit Extremismus in Kontakt kommen. Und ich zeige Ihnen gleich so Spinnennetzmuster. Und das gibt jeweils sozusagen den Mittelwert wieder, wie die einzelnen Gruppen wo damit in Kontakt kommen. Und dann haben wir die Hälfte der Jugendlichen, diese riesige Gruppe von 50%, die wir dann mal die Unbedarften genannt haben, die von sich sagen, nö, Extremismus sehen wir nicht. Kommen wir eigentlich nicht bewusst mit in Kontakt. Dann gibt es die Informierten, ungefähr ein Drittel, die kommen vor allem in Radio, Fernsehen und Zeitungen mit Extremismus in Kontakt, das heißt vor allem mit Berichterstattung über Extremismus. Dann haben wir die Reflektierten, bei denen ist das noch ein bisschen mehr der Fall, noch ein bisschen häufiger. Die kommen aber zusätzlich dann auf sozialen Netzwerken, bei Videoplattformen und bei WhatsApp im Prinzip mit Extremismus in Kontakt. Und dann haben wir die Gruppe, die wir die Gefährdeten genannt haben. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie einerseits in der größten Vielfalt von Quellen mit extremistischen Inhalten in Kontakt kommen, aber dann auch in solchen Kanälen, wo es ein gewisses Maß an Aktivität und aktiver Zuwendung braucht. Besonders auffällig hier die Musik, dann die Blogs, ein bisschen mehr in den Chatprogrammen und ansonsten eine relativ große Vielfalt. Und dann kann man sich angucken, um abzuschätzen, was steckt da an Motiven dahinter, was steckt da auch an möglichem Gefährdungspotenzial, der Name ist jetzt schon ein bisschen verräterisch, was steckt da eigentlich dahinter und dann kann man sich mal angucken, ja, wie unterscheiden sich eigentlich diese Gruppen. Und hier nochmal die wunderbare Aufteilung, damit man nochmal so ein Größenverhältnis hat. Und wir haben jetzt vielleicht, dass Sie auf zwei unterschiedliche Gruppen achten, nämlich einmal die orange gefärbten Gefährdeten. Und ich zeige Ihnen einfach mal ein paar Merkmale, die darauf hindeuten oder die Ihnen erklären können, warum wir diese Gruppe die Gefährdeten genannt haben. Die zeichnen sich nämlich in einer ganzen Reihe von Merkmalen, unterscheiden die sich von den anderen Gruppen, die auch in der Radikalisierungsforschung eine große Rolle spielen. Und das erste Merkmal ist hier, die soziale Deprivation, Sie sehen hier die Fragen, die wir gestellt haben und man sieht ganz deutlich, diejenigen, die häufiger mit und vielfältiger mit extremistischen Medieninhalten oder Inhalten in Medien in Kontakt kommen, sind diejenigen, die am ehesten sagen, dass sie sich nicht zu Hause, nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft fühlen. Diejenigen, die sich als gefährdet bezeichnen, die haben am ehesten das Gefühl, dass sie benachteiligt worden sind aufgrund unterschiedlicher Merkmale, dass sie körperlich angegriffen worden sind. Wir haben dann hier eine interessante Befund noch zu den Reflektierten, da will ich aber jetzt eigentlich gar nicht näher drauf eingehen. Was man hier sieht, ist das Vertrauen der unterschiedlichen Gruppen in Institutionen und da taucht etwas auf, was wir an verschiedenen anderen Stellen dann auch noch gesehen haben, nämlich, dass wie bei vielen anderen Gruppen, wie man das erwarten würde, die Gefährdeten sozusagen das ein geringeres Vertrauen haben, man kann das noch mit, wie gesagt, einer Reihe von anderen Indikatoren dann nochmal nachweisen, dass aber die Unbedarften häufig der Gruppe der Gefährdeten eigentlich näher sind als den Reflektierten und den Informierten in ihren Einstellungsmustern. Das gilt auch für autoritäre Tendenzen, das gilt für verschiedene andere problematische Einstellungsmuster. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ja, warum unterscheiden sich die Jugendlichen denn jetzt eigentlich so in ihrer, auch in ihrem Kontakt und möglicherweise aber auch in ihrem Bewusstsein für die entsprechenden Dinge? Und da gibt es einen Indikator, den man dann noch weiter
ja, dessen Bedeutung man wahrscheinlich genug nicht betonen kann, ist die Bedeutung von Gesprächen über die Gefahren von Extremismus in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis. Und man kann sich das mal angucken, ich habe Ihnen hier mitgebracht, lassen Sie sich nicht irritieren, die Logik der Balken ist diesmal ein bisschen andersrum. Es ist hier jeweils aufgelistet, der Anteil der Jugendlichen in den jeweiligen Gruppen, die im Freundeskreis, in der Familie, im Schulunterricht nie oder selten über die Gefahren von Extremismus sprechen. Und was da deutlich wird, und das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal anders kurz, ist, dass je häufiger gesprochen wird, und das ist eigentlich eine triviale, aber doch so wichtige Erkenntnis, umso geringer ist eigentlich der Kontakt und umso eher sind die Jugendlichen bewusst und erkennen auch Extremismus. Man kann das nochmal anders fassen und kann die Frage stellen, wenn wir so die Unbedarften, diese 50% der Jugendlichen, die eigentlich dann ja sozusagen der Normalfall sind, die Durchschnittsjugendlichen, wenn man die als Ausgangspunkt nimmt, kann man sich die Frage stellen, wie wird eigentlich aus so einem unbedarften Jugendlichen ein reflektierter, ein informierter oder ein gefährdeter? Welche persönlichen Merkmale und Erfahrungen erklären das eigentlich, ob ein Jugendlicher zu dem einen oder zu dem anderen Typ gehört? Und das kann man sich mit statistischen Verfahren absichern, indem man alles kontrolliert und alles einbezieht, was es so an möglichen Faktoren eigentlich gibt. Und stellt dann Verschiedenes fest, ich will nicht alles im Detail durchgehen, aber man stellt fest, dass ob ein Jugendlicher zu den Unbedarften oder den Informierten zählt, ganz wesentlich dadurch erklärt wird, ob über Extremismus und dessen Gefahren gesprochen wird. Dann gibt es einen Geschlechtereffekt, die Informierten sind weniger fremdenfeindlich, haben eine geringere Gewaltakzeptanz und sind politisch und medial kompetenter als die Unbedarften. Die Reflektierten, die sind sozusagen noch so einen Ticken wacher, könnte man sagen. Aber auch da, Gespräche über Extremismus sind das, was die höchste Erklärungskraft hat. Da kommt noch die Diskriminierungserfahrung hinzu. Das heißt, man kann annehmen, dass die vielleicht besonders reflektiert sind, weil sie sensibilisiert sind über persönliche Erfahrungen. Andere Dinge, die da auch nochmal eine Rolle spielen. Und wie sieht es bei den Gefährdeten aus? Hier steht an erster Stelle die Diskriminierungserfahrungen. Hier wird interessanterweise auch über Extremismus gesprochen, was vielleicht bedeutet, weil es dort problematisch ist, wird gesprochen. Und es gibt verschiedene andere Dinge, die dort eine Rolle spielen. Was man sagen kann, und damit bin ich fast am Ende, ist noch, ich habe vorhin gesagt, dass diese Unbedarften wenig bewussten Kontakt haben mit Extremismus. Und wir haben uns das dann in weiteren Teilstudien nochmal genauer angeschaut und haben festgestellt, dass das vermutlich deshalb so ist, weil die Extremismus nicht erkennen, selbst wenn sie mit dem Finger auf ihn gestoßen werden. Und zwar insbesondere solchen Extremismus, der verpackt ist in Humor, der verschleiert ist, der nicht andere Menschen angreift, sondern sozusagen eher in Richtung allgemeine Prinzipien und Werte geht. Das heißt, die Werte für die Unbedarften sind wahrscheinlich eine deutliche Unterschätzung. Und deswegen ganz kurz zum Schluss eine ganz knappe Zusammenfassung. Die Jugendlichen haben tatsächlich, viele haben Kontakt, und zwar nicht nur über soziale Medien, sondern auch über Nachrichtenmedien. Routinemäßige Mediennutzung, soziale Empfehlungen spielen eine große Rolle. Und es gibt diese sehr großen Unterschiede zwischen den Jugendlichen. Und erklären kann man die vor allem über die Faktoren, die ich nochmal dort unten aufgelistet habe, Gespräche über Extremismus, Diskriminierungserfahrungen, Institutionen, Vertrauen, Gewaltakzeptanz und all das sind Ansatzpunkte für Prävention. Und jetzt könnte ich Ihnen noch sagen, was wir so allgemein empfehlen, aber ich glaube, ich mache an der Stelle schon mal Schluss und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.